Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sandra Hochhuber und hier geht's um die Eigenliebe, das Selbstvertrauen und den Selbstwert. Und heute auch um die Verpflichtung dir selbst gegenüber. Also so eine Verantwortung für dich zu übernehmen. Und dabei das ganz besonders schöne Thema des Herzens. Und da möchte ich dich einladen, eine Meditation mitzumachen, eine geführte Meditation, die dich in so einen leichten Trance-Zustand bringt. Und da schauen wir uns dein Herz an und wie es dem so geht und was das so braucht und was du so Gutes für dein Herz tun kannst. Und bitte mach das nicht, wenn du gerade mit dem Auto fährst, weil du ja die Augen schließen musst. Also bitte ich dich darum, deine Augen zu schließen, wenn es sich gut für dich anfühlt. Und dann tief einzuatmen. Halte den Atem, halt ihn und atme aus. Einen weiteren tiefen Atemzug. Halte den Atem, halt ihn und atme auf. Spür, wie der Ruhe einkehrt in dir. Und wenn du jetzt ganz einfach so deinen Herzschlag versuchst zu spüren. Und atme ruhig und in deinem eigenen Muster weiter. Leg bitte eine Hand auf dein Herz. Und wie fühlt es sich so an, dein Herz? Da ziehst du bestimmte Farben, hörst etwas. Eben so ein Gefühl. Und lass dein Herz so sein, wie es ist. Und dann stell dir vor, dass du über dein Herz göttliche Energie einatmest. Mit jedem Einatmen, als würde es durch dein Herz fließen, sich dann in dir verteilen und beim Ausatmen all deine Organe durchströmen. Beim Einatmen die göttliche Energie einatmen. Beim Ausatmen sich verteilen lassen im ganzen Körper. Dieses göttliche Licht. Und mach das Ganze in deinem Rhythmus.
und diese Herzensatmung. Die nährt dein Herz und jede klitzekleine Zelle. Die tut dir gut, so gut. Und was immer dir da Schweres auf dem Herzen liegen mag, von dieser göttlichen Energie mit Licht bestrahlt, durchflutet. Und es löst sich auf. Und dein Herz wird durchströmt vom göttlichen Licht, weiß und golden. Es verteilt sich im gesamten Körper, du spürst es überall. Weit, ganz weit ist der Geist. Und weit, ganz weit wird dein Herz. Stell dir vor, wie in deinem Herzen dein inneres Kind quietschvergnügt tanzt und hüpft und lacht. Und dann nimm dir deine Intention für heute. Zum Beispiel, mein Herz dreht mich. Oder ich kann mich auf mein Herz verlassen. Ich bin eine Kriegerin des Lichts und mein Herz zeigt mir den Weg.
bin gut genug. Das, was für dich stimmt, fliegt dir nun zu. Erlaube deinem Herzen heil und ganz zu sein. Fühle, dass es ganz genau weiß, wie das geht, wie es sein sein will und schon ist. Und dann wiederhole bitte innerlich, was ich sage, wenn sich's für dich gut anfühlt. Ich bin liebevoll. Ich bin liebenswert. Ich bin glücklich. Ich bin gut genug. Ich liebe mich. Ich bin wertvoll. Es ist sicher, wenn ich mich liebe. Ich erlaube mir, mich selbst zu lieben. Ich erlaube mir, meine Liebe in die Welt zu tragen. Und stell dir vor, wie deine Herzensenergie den Raum erfüllt, das Haus, deine Stadt, über die ganze Erde, das ganze Universum. Dein Herz ist ein Magnet. Spür die Dankbarkeit für dein Leben. Für deine Liebsten. Für alle schönen Dinge, die dir so widerfahren. Sei dankbar. Bedank dich bei dem göttlichen, weißen und goldenen Licht. Bei allem, was ist.
deinem Herzen, mit jeder klitzekleinen Zelle. Dann komm wieder hierher zurück. Spür deine Füße auf dem Boden und du weißt, dass alles, was jetzt an wunderschönen Sätzen zu dir geflogen ist, alle Sätze, die zu dir geflogen sind tief in deinem Unterbewusstsein. Und du spürst deine Füße auf dem Boden, dein Po auf der Unterlage. Kannst dich ein wenig recken und strecken und hier ankommen. Ausgeruht und entspannt, wie nach einem kleinen Schläfchen. Ich hoffe, dass dir das genauso gut gefallen hat, gut getan hat wie mir. Und wenn da was ist zum Thema Eigenliebe, wenn da noch Luft nach oben ist, dann würde ich mich freuen, wenn du dich bei mir meldest, um mit mir zu arbeiten. Und so ein wichtiges Thema und es ist uns allen gar nicht so bewusst, wie wichtig das ist, wie sehr wir das brauchen. Und wenn du jetzt so hinspürst, dann ist dein Herz jetzt wahrscheinlich so in dieser Fülle. Und tut einfach so gut. Bitte teile dieses Video, abonniere meinen Kanal und gib mir einen Daumen hoch. Vielen Dank, alles Gute für dich und die Deinen. Du bist gut genug.